Herren. Herzlich willkommen in Breisach, herzlich willkommen bei der Alemannia Judaica. Ich hoffe, alle, die von weiter angereist sind, hatten eine gute Fahrt hierher. Ich habe es gerade noch mal durchdacht. Ich glaube, es sind Gäste aus 4 Ländern hier, aus der Schweiz, aus Österreich, aus Frankreich, selbstverständlich aus USA. Günter Boll und ich hatten während der letztjährigen Alemannia Judaica in Laupheim keine Schwierigkeit, sehr spontan und direkt zu sagen, also nächstes Jahr in Breisach. Aber bei so einer Gelegenheit ein Jahr im Voraus weiß man ja noch nicht, was dann so viele Tage später, welches Gesicht und welche Gestalt so eine Tagung bekommen kann. Vielen Dank. Also, ob ich nun leite oder nicht, ich mache den Vorschlag, dass ich fürs Erste Herrn Professor Paul Hilberg bitte, hier Platz zu nehmen. Und ich glaube nicht, dass Sie sich einsam fühlen werden, wenn ich mich nicht neben Sie setze, sondern vorläufig hier Platz behalte. Ja? Vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Alte Gewohnheiten, vor einer Klasse zu stehen, nehmen wir Platz. Es ist ein interessantes Wort, Erinnerungsarbeit. Der Mensch, der nicht dabei war, kann sich ja nicht erinnern. Das ist ja eine Unmöglichkeit. Und vor Jahrzehnten hörte man auch das Wort Erinnerung nicht. Es sei denn, dass es eine ganz persönliche Erinnerung war, über Erfahrungen, die man selbst hat. Diese Erinnerung ist anders. Einmal wurde das einfach Geschichte genannt. Und Geschichte, insbesondere in Amerika, heißt etwas, das nicht mehr taugt, etwas, das nicht mehr wichtig ist, etwas, das man nur so liest, um sich zu ergötzen. Die Einverleibung der Geschichte in das Bewusstsein des Menschen, wer er ist, woher er stammt und auch wohin er geht, das ist etwas Neues, eine neue Idee. Und sie hat ihren Anfang eigentlich als Ortsgeschichte. Wo es passiert ist? In der Umgebung. Im damaligen Tag. Aber noch immer sind es dieselben Straßen. Noch immer sind es dieselben Häuser, sehr oft, trotz Zerstörungen. Noch immer ist diese Stadt da, dieser Ort. Und auch wenn man fortgeht, bleibt ein Ort im Gedächtnis. Oder er wird herbeigeholt. Und zwar in Erzählungen, Fotografien, Filmen und selbstverständlich Akten. Und damit, in dieser Einverleibung in das Bewusstsein, entsteht eine Vergangenheit, die man eigentlich selbst nicht erlebt, mit Ausnahmen natürlich. Aber niemand war doch überall und niemand erfuhr alles. Selbst die, die in Auschwitz waren, sahen ja nur einen ganz kleinen Teil dieser Vergangenheit. Es ist eigentlich fast unmöglich für einen Überlebenden oder einen Vertriebenen, Flüchtling, mehr zu erzählen als diesen ganz kleinen Bruchteil. Aber viele Erzähler, viele Akten können etwas liefern.
Wir haben es sogar zustande gebracht, dass, ich möchte sagen, dass eine Unmöglichkeit zustande kam, indem wir in Washington ein Museum errichten. Ich war von Anfang an dabei und hörte diese Geschichten von Leuten, die überhaupt mit Geschichte nichts zu tun hatten. Es waren einige Überlebende, ein Pfarrer, Rabbiner, sagten, ja, wir sollen hier etwas tun in Amerika. Aber es ist ja nicht in Amerika passiert. Es ist ja nicht amerikanische Geschichte. Ja, wir sollen etwa in Washington ein Museum errichten. Aber Washington ist doch die Hauptstadt von Amerika. Und hier sind die Museen, die die amerikanische Geschichte zeigen. Und siehe, jetzt ist ein Museum dort. Und die ganze Holocaust-Geschichte wird in die amerikanische Erinnerung herbeigezogen und einverleibt. Warum? Weil der Amerikaner aus allen Ländern stammt. Und so wird die Erinnerung des Einzelnen, der einzelnen Gruppe, auch eine nationale Erinnerung. Wie kann man das verstehen? Das ist ein deutsches Lieblingswort. Ich schreibe immer das, ich will das verstehen. Ja, ich muss schon zugeben, das Verstehen ist sehr schwierig. Aber man kann immerhin jede Bruchteile sammeln und diese Bruchteile zusammenfügen, bis man irgendeine Gestalt sehen kann. Man muss sich nur nicht täuschen. Das Geschichtsbuch oder die Erinnerungsstätte ist nicht das Geschehene. Es ist eine Abbildung. Es ist ein Kunstwerk. Es ist eine neue Arbeit, die auch aus dem 20. und jetzt schon im 21. Jahrhundert stammt. Es ist schon Nachkriegsgeschichte. Meistens schon von Nachkriegskindern, Nachfolgern geschaffen. So ist sie auch bezeichnend für diese Zeit. Wir wissen ja nicht, was man in 50 Jahren machen wird. Wir wissen nur, was vor 50 Jahren geschehen ist. Aber das, was jetzt geschaffen wird, bleibt Geschichte, ist selbst Geschichte. Möglich ist es selbstverständlich, weil es Frieden ist. Weil keine Kämpfe in Mitteleuropa mehr stattfinden, weil keine Wirtschaftskrisen Ablenkung bedeuten, weil eben der Wohlstand und das geordnete Leben es ermöglichen, fast wie ein Luxus, auch diese Erinnerung, dieses Geschehen aufzuarbeiten. Und somit entsteht eine Gedenkstätte. Das hat politische Bedingungen, das hat wirtschaftliche Bedingungen, das hat soziale Bedingungen und ist nicht als ob gegeben entstanden. Man sieht sogar die Unterschiede zwischen den Ländern. Warum war für so ein Ding kein Bedürfnis vor 30 Jahren? Warum ist es jetzt so wichtig? Und da sehe ich etwas sehr Interessantes, für mich eine ganz neue Sache. Ich war nämlich in dieser Gruppe, die das Museum in Washington errichtete, eine Minorität. Weil die Leute sagten sich ja, ja, ein Gebäude brauchen wir. Und Gegenstände müssen drin sein. Aber was für Gegenstände?
Und da sagte ich, das ist eigentlich kein Museum. Im populären Sinn des Wortes, ein richtiges Museum zeigt wohl die Vergangenheit, aber hauptsächlich die großen Kunstwerke. Und hier ist der Abgrund, das Gegenteil einer griechischen Vase, ein Zylinder von Zyklon. Hier behandeln wir ein sehr tiefes Erlebnis, das keiner sich vorstellen konnte und jeden überraschte. Hier also an der Wand kann man vielleicht eine Peitsche sehen oder ein Bildnis eines Verstorbenen, Unbekannten. Nicht aber die Errungenschaft, die Kunstwerke einer Kultur. Und ich warnte auch, dass man nicht alles sofort verewigen soll. Die Tür muss immer offen bleiben für neue Funde, für neues Erkenntnis. Und es ist sehr interessant, wenn man an einer Universität lehrt, die schon jetzt, in Amerika ist nicht alles ganz neu, die Universität von Vermont ist über 200 Jahre alt. Wenn Sie dort etwas ändern wollen, na, das dauert Monate, das dauert Jahre und zuletzt sieht man die Veränderung kaum. Möglicherweise vergrößert uns das. Wenn man aber ganz neu etwas anfängt, wird alles angehört, jede Idee, weil die Leute sind ja ideenlos. Sie sagen, wir wollen etwas, sagt sie, keine Vorstellung, keine Form. Und wenn man sagt, und es waren nur eine wenige Akademiker dabei, wenn man jetzt sagt, wir brauchen so ein Institut. Ja, die meisten Überlebenden hatten keinen Universitätsunterricht. Matura war in Auschwitz. Die haben 7, 8 Jahre überhaupt keine Schule besucht, als sie im Alter eines Schülers waren. Und ja, Forschung, was wissen die über Forschung? Aber es ist doch ihnen eingeleuchtet. Wenn man ihnen sagte, du kannst an nichts dich erinnern, wenn wir nicht herausfinden, was du wissen musst. Dann kannst du dich daran erinnern, was wir erforschen. Ohne den Forschen gibt es keine Erinnerung. Und das ist für den Amerikaner gesagt, das ist für den Nachkriegsdeutschen gesagt. Und das wissen jetzt, und das ist die große Überraschung, die Leute im Osten. Wir haben eine akademische Arbeit dort und die Leute wollen unsere Hilfe, das heißt Geldhilfe, und bekommen sie, um dort die eigene Geschichte zu erforschen. Litauen, Weißrussland, Ukraine, wo immer. Am Ort ist natürlich die Arbeit anders. Das Material kommt von und aus Preisach. Und ich weiß, Sie haben schon gearbeitet und Sie machen diese Arbeit weiter und Sie kennen diese Arbeit viel besser als ich. Bemerkenswert ist, dass es so viele Orte schon gibt. Ich war mal in einer italienischen Stadt, Aquiterne, 20.000 Einwohner, also nicht viel größer, ziemlich reich. Die haben die eigene Zeitschrift für Aquiterne Geschichte, erscheint zweimal im Jahr. Lange Geschichte. Und sind fast stolz darauf, dass Aquiterne die einzige italienische Stadt wäre, wo überhaupt ein Pogrom stattfand.
fragte ich den Experten da, Akteure Pogrom, ja, wann war das, wieso da war das? Und was er mir erzählt, war ja überhaupt kein Pogrom. Es war ein bisschen, ne? Das Zusammenbringen der Einzelheiten ist das Wichtigste. In meiner letzten Arbeit erkenne ich sehr deutlich als Einsicht, dass die kleinsten Erfahrungen, die kleinsten Geschehnisse manchmal in späteren Zeiten die wichtigsten sind. So erzählt man beispielsweise von der jüdischen Gemeinde im Altertum in Kairo, Ägypten. Und es sind Urkunden verloren gegangen, es sind die wichtigsten Dokumente nicht mehr dort. Aber das Unwichtige, irgendein Vertrag für Geld, Heiratsurkunden, Sterbeurkunden, also Familiensachen, ganz unwichtige Privatsachen hatte man eingemauert. Und als die Wende abgerissen wurde, sah man die Geschichte von 1800 Jahren früher. Und jetzt weiß man viel mehr über das Leben der Menschen. Viel, viel mehr. Eben aus diesen ganz kleinen Einzelheiten. In Deutschland hat man über die Vernichtung der Juden in gewissen Städten schon geschrieben. Es gibt solche auch Dokumentenbände, insbesondere Frankfurt, aber auch in anderen Städten. Und was vermisse ich in diesen Bänden? Die ganz kleinen Sachen. Ein Beispiel. Ich kann hunderte Beispiele. Hatten diese Leute Versicherung, Polizen? Was geschah mit denen? Heute ist das sehr aktuell. Aber es wurde nicht erwähnt, das ist so unwichtig. Man fragt Überlebende und sie sagen aus, wie es in Auschwitz war. Aber wie war es denn in Sighet, Rumänien, wieder eine Kleinstadt, wo Elie Wiesel geboren wurde? Ja, darüber sagt er nichts. Ist ja unwichtig. Und als ich ihn ausfragte über diese Kleinstadt, zufällig war ich dort, da sagte ich ihm zuletzt, sie haben etwas geschrieben, das sogenannte Städtel, wo man Jiddisch spricht und so weiter, das ich überhaupt nicht sage. Es gab dort eine jüdische Gemeinde, die nicht mehr Jiddisch sprach. Sie sprachen Ungarisch oder sie sprachen Rumänisch oder selbst ein bisschen Ukrainisch und, ich möchte hinzufügen, Deutsch. Sie spielten Tennis und Violine und sie waren schon im 20. Jahrhundert. Nicht alle, aber doch. Diese Einverleibung des Menschen in die Gesamtheit, in das Gefüge einer Gesellschaft, muss auch erforscht werden. Gerade das, was nicht nennenswert ist, gerade das, dass jeder sowieso weiß, oh ja, wer wird das 20 oder 40 Jahren wissen? Das wird auf einmal rar, man kann es kaum finden. Jeder Privatbrief. Wie wurde so ein Brief geschrieben? Es geht uns gut. Wo sind Sie denn? Oh, irgendwo an der spanischen Grenze. Ach so. Was heißt dieser Satz, es geht uns gut? Das muss man alles sammeln. Selbst der Gebrauch der Sprache. Wenn es eine Postkarte ist, die jeder lesen kann. Auch das wird wichtig.
gewöhnlich unternimmt man diese Dinge zu spät. Die Leute sind nicht mehr am Leben oder die kleinen Gegenstände wurden rausgeworfen oder die Kinder verstanden gar nicht, wie wichtig diese Dinge waren. Also man kann doch nicht alles aus der alten Wohnung herausholen. Das ist das Ende. Und wenn man übersee ging, nimmt man ja nur das mit, was ganz wichtig ist. Sagen wir mal, Familienbilder sind dabei, aber nicht mehr die Korrespondenz. Nicht mehr den Mietsvertrag. Nicht mehr diese Sachen, die man jetzt wissen will. Und Erinnerungsarbeit heißt, gerade das Unwichtigste zu sammeln, gerade die Kleinigkeiten, gerade diese Dinge, die man so oft übersehen hat, von denen nichts in den Büchern berichtet wird und denen die Überlebenden nichts sagen, weil es ja solche Kleinigkeiten sind. Sie meinen, sie wollen wissen, wann wir unsere Mahlzeit verzehrten, um wie viel Uhr? Sie möchten wissen, was wir zum Frühstück gegessen haben? Jawohl. Sie möchten wissen, ob die Frau jede Mark von dem Mann bekommen hat oder das eigene Geld hatte? Ja. Sie möchten wissen, wie es in der Schule zuging? Ja, ganz gewöhnlich. Ja, was heißt denn gewöhnlich? Hatten die jüdischen Schüler eine besondere Aufgabe, weil sie jüdisch waren, andere Erwartungen hatten oder von ihnen etwas anderes erwartet wurde? Wie war diese sogenannte normale Zeit? Vor dem 30. Januar 1933. Und bitte, haben Sie solche Korrespondenz, solche Briefe? Vielleicht haben Sie jemanden geschrieben, wie es hier zugeht. Ja, die Kleinarbeit wird das große Thema. Und es ist eine Arbeit. Kommt nicht von selbst zustande. Ist nicht sofort vorhanden. Da ist eine Suche, da ist eine Zusammenstellung. Ja, und zuletzt vielleicht sogar ein Beamter, der das alles sammelt und auch den Besucher erklären kann, was in der Gedenkstätte zu finden wäre. Und die meisten Besucher würden hier Deutsche sein. Aber auch Forscher aus anderen Ländern. Ja, warum denn Breisach und warum schon Oktober 1914? Es war ja noch nicht üblich, zu so einer frühen Zeit die Leute aus dem Reichsgebiet abzuschieben. Was geschah denn da? Was für Leute regierten hier? Ja, da ist schon ein Hintergrund, ein regionaler Hintergrund, abgesehen von Berlin. Und das heißt also, dass man auch für diese Ortsgeschichte etwas mehr braucht, als in Breisach zu finden wäre. Das heißt also auch Baden. Vielleicht noch andere Regionen zu erforschen. Also meine Damen und Herren, Sie wissen das ja sowieso. Und ich möchte Ihnen nur mitteilen, dass ich als Konsument es sehr begrüße, wenn so eine Gedenkstätte etwas darbieten kann, dass ich nirgends woanders finden kann.